bestimmt Connor, der war noch bei Kevin. Ich gehe. Nein, es ist Britta, die klingelt. Britta. Hallo Henning. Lange nicht gesehen. Ich glaube, meine erste Szene, an die ich mich erinnere, weil wir drehen ja nicht chronologisch, vielleicht saß ich alleine im Schiller und ich muss halt in der Zeitung blättern. Und ich weiß, dass ich so aufgeregt war, dass ich bei jedem Blättern habe ich so gezittert. Gegen Aufregung kannst du nichts machen. Die ist auch nach 10 Jahren oder 20 Jahren im Beruf immer wieder da. Sagt immer wieder mal so, hallo, das finde ich immer ganz interessant. Da kommt mein Töchterchen. Ach Gottchen. Und jetzt hat sie selber zwei Kinder. Wenn du wieder Post für mich hast, schick sie einfach in Tobias Briefkasten und lass mich in Ruhe. Hier ist jemand, der dich sehen will. Was ich für Haare hatte. Hallo Michelle. Die waren ja so kurz, Wahnsinn. Wir machen immer in der Maske machen wir immer total Witze, weil ich kam an zum Casting und habe original so eine große Rundbürste mitgebracht. Und habe gesagt, sag, könnt ihr mir jetzt bitte damit die Haare machen, die ja, wie man sieht, auch relativ kurz waren. Also das Casting war ja noch ein halbes Jahr davor. Die haben natürlich gedacht, oh Gott, ist die immer so anstrengend. Ist sie. Die Rundbürsten sind jetzt immer viele und kleiner. Aber ist immer noch ein Lacher wert, ja. Das ist genau so, wie ich mir dich immer vorgestellt habe. Du bist so hübsch und ich kann einfach noch nicht fassen, dass wir uns endlich kennenlernen. Ach, es ist auch so herzzerreißend, das irgendwie noch mal zu sehen. Ich bin so froh, dass du angerufen hast. Ich habe so viele Jahre von diesem Augenblick geträumt. Ich auch. Also ich weiß noch, ich wollte eigentlich unbedingt eine Träne vergießen in dieser Szene und habe mich aber nicht getraut zu fragen, kann ich bitte was haben? Manchmal habe ich als Tabea mal gehofft, oh Gott, wann ändert sie sich? Man fängt an, ein Drehbuch zu lesen und denkt so, ah, jetzt hilft sie bestimmt dem und dem. Und was macht sie? Nein, sie verrät den anderen und macht wieder genau das Gegenteil. Und man selber, klar, hat natürlich einen anderen Charakter und kämpft dann immer so damit. Natürlich war es mit den Kindern auch immer interessant, dieser Konflikt. Ich liebe meine Kinder, aber auf der anderen Seite liebe ich natürlich auch mich. Prinzipiell mag ich alle Sachen. Ich habe das Drama gemocht, wie ich auch jetzt das Komödiantische mag. Oder diese Attitude von Britta, dieses, das liebe ich. 10 Jahre Britta in der Schillerallee, 10 Jahre Tapsi bei Unter uns. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Zukunft mit Britta weitergeht, dann bitte einschalten, Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit bei TV Now.